Wenn nicht, soll ich irgendwas über euch erzählen? Dann kommen die Männer in Blau. Ja, das ist eh egal. Die Holländer sind ja nicht dabei. Ich bin Holländer, deswegen sind sie da. Ich könnte ja eigentlich sagen, die Blumen von dir ohne Maske. Ja. Blumen. Das mache ich aber auch, ne? Mach ich sofort. Nein, ohne die Blauen. Ich habe hier noch. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, liebe Freunde des Klavierfestivals, liebe Freundinnen, herzlich willkommen heute am Sonntagnachmittag, Spätnachmittag hier im Kulturzentrum Lindlar. Wir sind wieder da und das ist wunderbar, Live-Musik zu erleben nach 16 Monaten Stillstand. Ja, wir freuen uns sehr, genau. Die Verzögerung hat es schon gezeigt, es sind doch noch viele gekommen und unser Kulturzentrum hier in Lindlar ist so groß, dass wir wirklich alle hier unterbringen können, deswegen etwas verspätet. Erlauben Sie mir noch zwei, drei Hinweise. Wir haben eintrittfrei Spenden erwünscht und wünschen uns sehr, dass Sie sehr großherzig spenden für die Kosten des diesjährigen Festivals. Am Ausgang finden Sie so Glasboxen und wir vom Orga-Team würden uns freuen, wenn es nachher richtig in den Boxen raschelt. Das wäre schön. Dann ein Hinweis, das Konzert und auch das Konzert gestern und am Freitag sind aufgezeichnet worden, professionell vom Ton und vom Film. Sie können morgen Abend um 19 Uhr, ab 19 Uhr, das heutige Konzert auch dort sehen. Klavierfestival-lindlar.de und da den YouTube-Kanal anklicken und dann können Sie das ganze Konzert nochmal genießen. Aber Sie können auch das Konzert von Freitag und Samstag dort sehen, die sind schon eingestellt. Ja, es ist sozusagen heute das Entree in den Fußballabend, das passt, finde ich. Und wir haben eine Welturaufführung, das möchte ich doch noch erzählen, die Frau Kissers und ich, wir haben vor mehreren Wochen überlegt, dieses Konzert war vorgesehen in der Kirche. Und leider ist es dort noch nicht möglich aufgrund der Corona-Vorschriften und wir haben es dann hierhin verlegt. Nur uns fehlt hier im Kulturzentrum etwas, dass Sie natürlich wissen, was hier fehlt, das ist die Orgel. Und die Orgel ist für dieses Konzert auch ein grundlegendes Instrument. Und so haben wir dann mit viel hin und her zum ersten Mal im Lindlarer Kulturzentrum eine elektronisch-sinfonische Orgel hier. Und das ist sozusagen auch seit 1976 das erste Mal, also auch eine kleine Premiere für uns hier in Lindlar. Begrüßen Sie nun mit mir voller Freude, eine Ode an die Freude, Musik aus drei Religionen, aus den drei großen Weltreligionen, ein interreligiöses Konzert mit dem neuesten Ensemble aus Wuppertal. Herzlich willkommen. Ja, meine Damen und Herren, auch von mir ein herzliches Willkommen und ja, es ist toll hier zu sein, auf der Bühne und Sie sehen ja überall die Kameras, Herr Burich hat es ja gerade schon erzählt, das Konzert wird aufgenommen per Video und wir Künstler sind in dem letzten Jahr natürlich sehr dankbar gewesen, dass es diese Möglichkeit des Video, der Videoaufnahmen gab und aber Sie können sich gar nicht vorstellen, wir freuen uns alle wie Bolle hier vor Ihnen zu spielen. Und dann auch noch mit einer, ich kann sagen, Weltpremiere. Dieses Projekt
führen wir hier in diesem Ort das erste Mal auf. Ode an die Freude. Beethoven trifft Klezmer, Orgel und Sufi-Musik. Der eine oder andere wird sich sicherlich fragen, wie kommt man zu so einem Projekt? Da gibt es eine kleine Vorgeschichte. Letztes Jahr wollte man ja in Deutschland den 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven feiern. Und da ist ja vieles ins Wasser gefallen. Und eine Veranstaltung war am 5.6. in vielen Orten der Bundesrepublik, auch in der Welt. Da wollte man überall die Pastorale, die sechste Symphonie, zum Weltumwelttag am 5.6.2020 aufführen. So auch wir. Und wir hatten die Idee, mit dem Sinfonieorchester Wuppertal die Pastorale, die sechste Symphonie sozusagen mit Weltmusik, mit Sufi- und Klezmermusik zu öffnen. Ein sehr, sehr hochinteressantes Projekt, ist auch ins Wasser gefallen. So, und dann haben wir das Projekt Klezmer trifft Derwisch trifft Orgel sowieso im Programm. Und dann haben wir gesagt, wir verlagern dieses Projekt auf unser Projekt mit der Orgel. Und das ist eigentlich der Hintergrund. Und inhaltlich ist es hochinteressant, beethovensche Musik mit Weltmusik in Verbindung zu bringen, weil Beethoven war ja ein Visionär, ein Revolutionär, ein Freigeist und ein Mensch, der komponieren konnte und spielen konnte mit den ganzen Farben der Musik. Und so hoffen wir, dass wir in diesem Projekt unfassbar viele Farben sowohl in der klassischen Musik, als auch in der Weltmusik, in der jüdischen Musik, in der Sufi-Musik ja, erlebbar machen können. Und es wird natürlich hier ein Derwisch tanzen. Und wir werden Brücken bauen zwischen den Musiken. Die Orgel wird in die Sufi-Musik eingreifen und wir werden auch Klezmer-Musik mit Beethoven verknüpfen. So, genug der Worte. An der Orgel sitzt Robert Meuser. Ein Applaus. Und Robert beginnt mit einem Stück von Édouard Baptiste. Und dieser Komponist hat sich den Themen des letzten Satzes der 9. Symphonie Ludwig van Beethovens gewidmet und sozusagen sie zusammengepasst, zusammengeführt. Viel Freude, Édouard Baptiste, Robert Meuser an der Orgel.
Vielen Dank. Das war ein Freilach, ein fröhlicher Tanz. Freilach ist Jiddisch. Mir ist so freilich. Und Klezmermusik ist ja zunächst mal osteuropäische jüdische Tanzmusik. Man kann aber auch sagen, Klezmer ist noch mehr. Klezmer ist die Lebensfreude, die Melancholie, die emotionale Bandbreite aller Gefühle, die wir haben, die aus einem raussprudeln. Und deswegen berührt sie so direkt. Und besonders authentisch ist diese Musik immer dann, wenn sie sich mit anderen Kulturen verband. Und so haben wir uns gedacht, rückbesinnend auf das Projekt im letzten Jahr, warum nicht die Themen der 6. Symphonie zu verklezmern?
Kann man das? Ja. Man muss nur ein, zwei Töne verändern. Klezmer-Pastorale. Thank you.
In der Auswahl der Orgelstücke haben wir festgestellt, dass Beethoven ja gar nicht oder kaum Musik für Orgel geschrieben hat. Und deswegen haben wir gedacht, wir nehmen ein Stück von Charles Widor mit ins Programm. Und das haben wir auch aus dem Grund getan, weil der Widor sich doch sehr stark an die Symphonik Beethovens orientiert hat. Viel Spaß mit Orgelmusik von Charles Widor. Thank you.
Vielen Dank. An dieser Stelle verlassen wir jetzt den großen sinfonischen Gedanken und widmen uns einer ganz kleinen, konzentrierten, meditativen Form, dem Ilahi aus dem Sufismus. Und begrüßen Sie bitte ganz herzlich mit mir zusammen dazu unseren Neyflöter Murat Çakmaz und unseren Derwisch Talip Elmasulu. Diese Ilahis sind kurze Lieder, in dem eine Dichtung sehr repetitiv vertont wird. Dementsprechend kann sich der Derwisch darin auch fallen lassen. Und hören Sie jetzt also ein Hijaz-Ilahi in der Tonart Hijaz, das heißt Ben Buyolo Dilmes, diesen Weg kannte ich noch nicht. Thank you.
düştü gider. Aşk elinden dertli yürek kaynıyor bedallı gider. Aşk elinden dertli yürek kaynıyor bedallı gider. Kerim Allah Allah Allah. Thank you.
Freude, Farbe, diese Begriffe stehen ja sozusagen über dem Ganzen. Und es gibt einen wunderbaren Text von dem Mystiker Meister Eckhart, da geht es um die Freude. Freuet euch, seid von Freude durchkitzelt, seid durchfreut. Und welch Freude ist es, wenn ein Imam, ein Rabbi und ein Priester, ein Pfarrer sich zusammentreffen und nicht über Religionsideologien oder Dogmen sprechen, sondern einfach miteinander tanzen und nicht mehr aufhören. Tanz Jerusalem. Thank you.
Funktioniert immer noch. Ja, vielen Dank. Wir kommen ja gleich wieder. Wir machen jetzt eine kleine Pause. Und natürlich können Sie das Erlebte in der Form einer CD, wenn Sie mögen, zu Hause auch nachspüren. Vielen Dank.
Vielen Dank. Das war Beethoven trifft Derwisch und Derwisch trifft Beethoven. Und zwar kam ja im 18. Jahrhundert nicht nur der Kaffee nach Wien, sondern es gab da tatsächlich jede Menge Konzerte zu hören von türkischen Musikern. Und solche Janitscharenmusik hat Beethoven sehr beeindruckt. Musiker sind ja immer ganz fasziniert, wenn es so den ganz tollen, neuen, unerhörten Sound gibt. Und Beethoven hat das eingebaut in ein, wenn auch sehr wenig bekanntem, Singspiel. Da gibt es einen Chor der Derwische. Und aus diesem Chor der Derwische haben wir eine Melodie genommen und haben die aber zurückverpflanzt wieder, also noch mehr wieder
zurück in die türkische, in die osmanische Musik gepackt. Ein klein wenig ähnlicher Gedanke liegt dem nächsten Stück zugrunde von Marcel Dupré. Auch das ist eine Melodie von Beethoven. Und darüber paraphrasiert die Orgel. Thank you.
Es folgt wieder ein Ilahi und so wie der andere und auch der nächste sind die Texte alle von Yunus Emre. Das war ein sehr bedeutender Dichter, Mystiker und Sufi aus dem 13. Jahrhundert. Und diese Texte, von denen es übrigens auch gute deutsche Übersetzungen gibt, handeln alle von spiritueller Liebe. So heißt das der nächste Ilahi, Ey Ashikan, hey du Verliebter. Und vor dem folgenden Ashkin Iler Ashiklar wird Ihnen Murat noch ein paar Sätze erzählen zum Sufismus und zum Derwischtanz. Jetzt also bitte wieder begrüßen Sie Talib El-Masulu. Ey aşika illallahu ey aşika illallahu yaskamo dündür bana illallahu yaskamo dündür bana illallahu.
yas kamı ölüm nirvana illallahu yas kamı ölüm nirvana Ja, vielen herzlichen Dank, sehr verehrte Damen und Herren. Das war ein Stück, wie auch schon unser Gitarrist Klaus angekündigt hatte, von Yunus Emre, einem Dichter und Denker aus dem 13. Jahrhundert. Er verkündete zusammen mit anderen Gelehrten den Sufismus in der Türkei. Und wenn man sagt Sufismus, versteht man grob gesagt eine humanistische, weltoffene Philosophie, das auf drei Säulen aufbaut, nämlich Liebe zum Göttlichen, Liebe zu seinen Mitmenschen, gleichgültig welcher Herkunft, und Liebe zur Natur. Und wer dem Sufismus nachgeht, ist ziemlich frei in der Auslebung. Eine Form der Auslebung haben Sie gerade beobachtet. Derwische drehen sich in Ekstase und meditieren und werden dabei eins mit der Musik. Das Ganze hat die symbolische Bedeutung, als Bote zu dienen und Liebe zu empfangen und den Menschen weiterzugeben, daher auch diese Haltung des Derwisches, wenn er sich dreht. Und das Ganze geht deswegen so gut, weil durch jahrelange Meditationsübungen merkt der Derwisch die Anstrengung nicht, also merkt die Anstrengung nicht beim Drehen. Und wenn er plötzlich dann auch hält, dann ist er auch ziemlich klar im Kopf. Das heißt, ihm wird nicht mehr schwindlig. Und ja, das geht durch jahrelange Übung, wie gesagt. Das Projekt, was wir hier Ihnen vorführen, ist ein Projekt, das basierend auf Akzeptanz und Toleranz sämtliche Vorurteile und Unterschiede einst werden in der Reinheit und Schönheit der Musik, und damit versuchen wir einfach auch so viel wie möglich uns Gehör zu verschaffen und einfach ein kleines Beispiel abzugeben, dass es eigentlich sehr wohl miteinander geht, trotz dieser großen Unterschiede. Und heute sind wir hier mit diesem Projekt und haben das Glück, Sie zu begeistern mit diesem Projekt. Es folgt ein weiteres Stück, Aşkın ile Aşıklar heißt dieses Stück. Es ist besonders meditativ und die Skala nennt man Nihavend oder auch arabisch ausgedrückt Nahavand. Thank you.
aşkın ile aşıklar yansın yâre sulalla aşkın ile aşıklar yansın yâre sulalla İçip aşkın şerabını yansın yâre sulalla İçip aşkın şerabını yansın yâre sulalla
Oh.
Meine Damen und Herren, Sie haben es wohl sicher erkannt. Der zweite Satz, Allegretto aus der 7. Sinfonie von Beethoven. Ja, hier haben Sie an der Stelle wahrhaftig den Freigeist mitgekriegt, denn ich glaube, das hat es noch nie auf der Welt gegeben, aus einem Sufi-Stück diesen zweiten Satz zu hören. Gut. Zur Klezmer-Musik, das ist jetzt etwas weniger Strenges, was Leichtes, ein Hüpftanz, ein Scotch, ne? Und auch da wieder eine kleine Nuance in eine andere musikalische Welt, nämlich in die indische oder besser gesagt in den hinduistischen Glauben. Denn unser Trommler Shanmugalingam Devagoparan kommt, oder sein Glaube ist der Hinduismus. Und wir haben uns gedacht, dann widmen wir das Stück Skotschne seinem Gott Shiva, dem Gott des Tanzes. Und der Devan wollte noch kurz was zu dem Stück sagen. Shiva als Wort steht für Liebe, Mitgefühl und Energie. Shiva ist ein Gott im hinduistischen Glauben. Shiva meditiert das Universum. Der Urlaut ist Klang, das Universum ist Om. Om. So läuft das. Shiva wird auch als der kosmische Tanzer bezeichnet, die Nadaraja, diese Figur. Shiva tanzt auch symbolisch einem unerfülllichen Prozess von Schöpfung, Erhaltung und Zerstörung. Shiva Tanz führt uns zu einem Himmel der Seligkeit, in dem sich das Ego auflöst und wir Frieden finden. In seinem Tanz zerstört Shiva die Unwissenheit. Unwissenheit lässt uns unser Gleichgewicht und Bewusstsein verlieren. In jedem Herzen tanzt Shiva und repräsentiert den Herzschlag. Dankeschön. Thank you.
Ja, meine Damen und Herren. Wir sind das Ensemble Neusten und das heißt an der Gitarre der Bouzouki Klaus Schmidt. Am Kontrabass Andreas Kneip. An den Trommeln, Tablas, Mudamgam, keine Ahnung, alles Mögliche, Shanmugalingam, Devagruparan. Und an der Klarinette und Bassklarinette Reinald Neusten. Vielen Dank. Und an der Orgel Robert Meuser. Meine Damen und Herren, jetzt unser letztes Stück. Ja. Und für dieses letzte Stück begrüßen Sie bitte noch einmal mit einem tobenden Applaus unseren Nähflötisten Murat Çakmaz. Und unseren Derwisch Talib El Mazlou. Wir haben ja am Anfang ein Orgelstück mit Themen aus der 9. Symphonie gehört. Da war auch die Melodie Ode an die Freude dabei. Und jetzt spielen wir das mit Band und Orgel. Und Nähflöte. Doch wir spielen vorher noch ein anderes Stück. Und das ist ein jiddisches. Shalom Aleichem. Ein Friedenslied. Denn ohne Freude kein Frieden. Und ohne okay.
Applaus.